einen wunderschönen, ich habe hier, glaube ich, alles laufen, ja, wunderbar, ja, wunderschön, wir sind wieder zurück beim Chaos, denn heute gibt es Crossroads of Chaos. Bin gespannt, gibt ein paar neue potenzielle Synchromonster, die man eventuell ziehen kann, und dementsprechend schauen wir doch einfach mal rein. Wir haben nämlich wieder 24 Packs ausgewählt, von dem her, let's go. By the way, ich habe das Ding ein bisschen umgestellt, ich merke gerade nur, ich weiß gerade nur nicht, einen Moment, jetzt will ich einmal kurz was gucken. Wollt das ein bisschen so machen und das noch ein bisschen so? Ich glaube ja, da war noch ein weißer Rand an der Facecam auf jeden Fall. Aber ja, wir flippen einmal die Karten und wir wollen natürlich im besten Fall White Zone of Legend. Den könnte Barry tatsächlich spielen, wenn er den ziehen sollte. Aber wir wollen natürlich am besten ein paar neue coole... Das ist eine Ultra, die nehme ich sehr gerne. Plague Spreader Zombie ist eine sehr, sehr gute Karte, dass wir die Ultra direkt gezogen haben. If this card is in your graveyard, you can place one card from your hand on the top of your deck. Special summon this card, but banish it when it leaves the field. Einfach in Stufe 2 Tuner. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr wichtig. Plague Spreader Zombie, dass wir den haben. Solchen verbreitender Zombie. Sehr, sehr wichtig. Stimmt, die Iron Chain Karten kamen hier auch. Und immer auf Tronic Karten. Auch das Ding, dass da ja bei uns einfach ein USB-Stick wurde. Das Artwork dann auch geht? Nein, okay, das Artwork bleibt. Aber ja, nee, Plague Spreader Zombie, super, super wichtig. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar neue, coole Synchros tatsächlich. So, natürlich wäre ein Dingsdrache am besten, Search Striker. War hier auch Dark Strike Fighter oder so drin? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob der hier auch drin war. Aber vor allem halt auch Ghost Match war hier drin, okay. Aber vor allem halt auch Dings, wie heißt, Schwarzer Rosendrache. Der war drin und den würden wir natürlich auch gerne ziehen. Einfach, um eventuell leichter auf unsere Plays zu kommen. Wie gesagt, Plague Spreader Zombie wird auf jeden Fall reinkommen. Aber wir ziehen gerade Psychic Life Trancer. Ich glaube, das ist nur eine Karte, die uns Life Points gibt. Und es ist ein 1, 2, 3, 4, 5, 6, Stufe 7er. Psychic der Monster im Graveyard, um 1200 Punkte zu kriegen, ist Stufe 7, da ist ein bisschen schwierig. Wir werden ihn wahrscheinlich trotzdem irgendwie reinpacken. Aber trotzdem, da wären mir andere doch ein bisschen lieber. DNA-Checkup. Plague Spreader war halt schon mal wichtig, aber jetzt noch ein Dings wäre schon geil. Ein geiles Synchromonster. Jade Knight, der Jade-Ritter. Das ist ein Speed-Duel-Card, die ich gerne gespielt habe, als Liam immer vorbeikam. Tigerdrache. Ist cool für Spaß Drachendecks tatsächlich. Prideful Roar. Synchro Strike. Ne, das Ding ist, wenn wir nämlich eigentlich genug Monster hätten, die wir reinpacken können, dann wollte ich so oder so die Engine ein bisschen runterfahren von den Gladiator Beasts. Turbokrieger. In Ultra. In Stufe 6 ist schon mal wichtig, aber Turbosynchron. Der braucht Turbosynchron. Vielleicht kriegen wir irgendwann noch einen anderen hier Dings. Schnellzieh-Synchron, der kann ja für jedes Synchronmonster zählen, aber sieht gerade nicht so geil aus tatsächlich. Ja, das ist eine Ultra, die will ich eigentlich auch nicht haben, ne? Kaktusfighter, was juckt der mich? Nee, mach mal nicht. Komm schon. Iron Chain Dragon als Rare immerhin. Das ist eine Stufe 6er, 2,5, deswegen ist mit Plague Spreader Zombie schon mal ganz gut. Und die Iron Chain Monster vom Friedhof. Und dann kriegt die Karte noch ein paar mehr Angriffspunkte. Und ja, Iron Chain Dragon ist schon mal nice, weil jetzt haben wir schon mal einen 2,5er. Also das nehmen wir auf jeden Fall. Schwarzer Rosendrache haben wir natürlich besser. Oder Dark Strike Fighter. Aber ja, den Weltenbaum haben wir noch mal. Dann haben wir nochmal eine Viruskanone. Und zum Abschluss auch nichts mehr wirklich. Schade, schade. Wir haben keinen Black Rose Dragon gezogen. Wir haben solchen verbreitenden Zombie gezogen. Das ist super wichtig. Aber ja, von dem her werde ich mich jetzt einmal ans Building setzen. So, da sind wir. Ich habe das Deck ein bisschen umgestellt. Denn wir haben mal alle drei Säbelsaurier drin. Wir haben wieder ein bisschen mehr Beatstick Power vorne drin. Deswegen haben wir die schon mal reingepackt. Lakari ist noch drin, dann haben wir einmal den Mad Archfiend, ich habe den einmal reingepackt, weil ich halt ein bisschen mehr für Tech gehen wollte. Und er macht durchschlagenden Kampfschaden und Barry hat jetzt unter anderem seine Marshmakrons, wo er dann immer wieder ein bisschen Schaden kriegt und wenn er angegriffen wird, geht's in Death. Damit kann er zwar mit jedem überrennen, aber trotzdem, wie gesagt, das ist auch nochmal ein 1,8er Beatstick.
Dachte ich, kann man machen. Breaker ist klar. Bestiaries bin ich auf 2 runter, weil ich will seinen Effekt ja eigentlich haben, dass ich ihn special und dementsprechend reichen mir da 2 tatsächlich. Dann noch ein Snipehunter, eine Tomate haben wir noch, eine Elf haben wir noch. Wir haben einmal Iron Chain Coil. Es ist ein Stufe 3 Tuner, der potenziell auch einfach nochmal ein bisschen mehr Angriffspunkte kriegen kann, aber hauptsächlich ist es halt ein Stufe 3 Tuner. Wie gesagt, aber once per turn kann ich ein Iron Chain Monster, das ich kontrolliere, 300 ATK und Death geben. Das heißt, er kommt damit auf 1-4 und kann damit auf ein bisschen was drüber rennen. Von dem her, aber es ist halt wie gesagt auch ein Tuner. Grandmaul ist klar. Mermellow sind wir nur noch auf 1. Den will ich eh nicht ziehen. Den will ich auch nur aus dem Deck special, deswegen mal auf 1. Dann haben wir einmal noch die Lily. Und prinzipiell ist unser Gladiator Beast Core jetzt einfach nur noch einmal Lakari, zweimal Bestiary, einmal Mermellow. Okay, Barrier gerade aufgenommen. Da sind wir nämlich auch gerade in der Aufstellung. Lily ist klar, Kremons haben wir drin, der ist nämlich ganz nice, weil er ist ein Stufe 2 Tuner und das Ding ist, ich kann 800 Life Points zahlen, wenn er angegriffen wird und kann dann halt quasi den Angriff negieren, das heißt, der kann auch ein bisschen stallen tatsächlich. Dann haben wir Stachelschraubenigel, why not, können wir vielleicht auf irgendwelche Plays gehen, weil wir unten auch Iron Chain Dragon haben, da kommen wir gleich zu. Plague Spreader Zombie natürlich, sehr sehr gute Karte, einfach um halt auch auf Synchro Plays zu gehen. Magician of Faith haben wir noch drin. Der Magical Scientist, die Instant Fusion, die hatten wir schon für die ganzen Plays, unter anderem mit der Ecclesia, die natürlich auch noch dabei ist. Change of Heart ist drin. Oh, Proving Ground brauche ich nicht, ne? Ich merke gerade, ich brauche kein Proving Ground. Ich glaube, packen den Fiend Mega Cyber rein, dann haben wir nämlich nochmal eine Stufe 6, dann können wir mit den 2 und da eventuell ein bisschen besser drauf gehen. Weil ich gerade merke, ich brauche Proving Ground. Ich pack's mal in Zeit, weil ich es gerade nicht rauspacken will und auch nicht unbedingt andere Karten reinpacken und so, wenn das Side-Deck trifft, dann kann man die einfach rauswerfen. Ne? Und generell, da wird noch ein bisschen mehr rausgeworfen, wahrscheinlich am Ende. Cold Wave ist mal noch drin. Weiß ich nicht, ob ich es noch lange drin haben werde, weil wie gesagt, das war Flieger der Ton auch ganz cool, aber jetzt mal gucken. Spalt haben wir drin. Den Adigen haben wir natürlich noch drin. Einmal ist Tornado noch drin, Schnappstahl und die Fallen sind prinzipiell alle auch komplett gleich geblieben, außer Double Tag Team. Da muss ich auch nochmal gucken, komm, wir packen jetzt einen zweiten Grand Mall rein. Jetzt gehen wir Barry richtig auf den Sack. Weil ich Double Tag Team auch nochmal rauswerfe. Ich habe vergessen, die Karten rauszuwerfen. Von dem her bin ich gerade am Überlegen. Ich habe zweimal den hier auf jeden Fall noch. Stachelschraubenigel hatte ich eh nur einmal gesaved. Einen zweiten Kremons habe ich da unten noch. Sonst kann ich gerade eigentlich auch nicht wirklich irgendwann was saven. Von dem her, wir lassen die Karten da einfach mal drin. Wobei, warte mal, wir packen die raus und wir packen die aus, denn die weiß ich noch, dass ich die hatte. Wir packen jetzt einen Ojama König und Ojama Knight noch einfach mit ins Extra, ein Side-Deck rein, einfach damit wir die haben, damit wir die potenziell mit 5 und 6 wieder auffüllen können. Weil wie gesagt, wir brauchen den Platz gerade nicht. Von dem her schauen wir mal, ob das Deck was bringt. Aber wie gesagt, im nächsten Set gucken wir, dass wir die jetzt halt immer noch ein bisschen weiter verbessern. Sowas wie Divine Wrath wird wahrscheinlich auch nicht mehr allzu lange drin bleiben, aber schauen wir mal. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge von der Booster Battle Series mit dem Barry. Hallöchen. Moinsinn. Heute geht's ran. Wir sind angekommen beim Chaos mal wieder. Nachdem wir vor einer ganzen Weile Invasion of Chaos hatten, haben wir jetzt Crossroads of Chaos. Ich bin gespannt. Letztes Match war schon, es war cool, auch wenn es natürlich für mich nicht so gut ausging. Ich fand's, also ich habe das vorhin geschnitten. Ich habe gerade so 2-3 Tage frei. By the way, du musst mir noch deine Audio schicken. Ja, weiß ich. Ist mir auch aufgefallen. Ich fand das Duell so mega wack, aber es war ein gutes. So, keine Ahnung. Es war so, wir haben schon richtig gepowert, wir haben richtig viel Synchro beschworen. Es war einfach ein bisschen schneller, aber es hat sich so richtig wack angefühlt. Ich weiß nicht, woran es lag. So, ich glaube, wir beginnen einmal hiermit. Ah, mach mal mit, ey. So, dann gucken wir mal, ob wir den wegkriegen oder nicht. Lass mich nachdenken. Ach, das ist okay. Denke. Ja, ich spiele Wundbless. Da will aber jemand sein Monster nicht hergeben. Nee. Dann werde ich meinen Zug mit einer verdeckten Karte beenden und dann gebe ich ab. Okay, aber da wenn du so, das muss ja was Krasses sein, dass du jetzt so Minus dafür schon gehst, so früh. Also, so Minus ist das gar nicht. Ich hätte dich 100 fressen lassen können, aber dann gehst du halt einfach End of Battle, nimmst da... Also klar, ich hätte jetzt gamblen können, dass du ihn auf der Hand hast, dass du den Effekt nicht resolven kannst und halt Combo hast, aber
Das war mir halt so heikel. Und Banishen fand ich auch doof. Es nimmt ein bisschen Tempo raus, der Play. Mhm. Aber es ist okay. So. Ich würde sagen, wir holen nochmal Bestiary. Rennen in Sangan. Dann wird es Zeit für eine neue Karte. Und zwar Prideful Roar. Halleluja. Okay, das ist nervig in der Tat. Die Karte ist geil, ja. Fühle ich. Sehr, sehr, ja. Okay. Ich hoffe mal, du kannst mir nicht OTK'en. Das war das BCR Reckless. Ich hätte beide wegbekommen, Mann. Ich weiß, 2-7 ist schon schwierig wegzubekommen, würde ich sagen. Mein Problem hier ist halt deine Spiegelkraft. Diesmal werde ich sie nicht vergessen. Deswegen spielen wir da mal elegant drumherum. Weil ich glaube, dass die 1000 für den Timer nicht ganz so relevant sind. Ja, komm schon. By the way, ebenfalls eine neue Karte aus Crossroads. 1850er Beatstick. Die potenziell noch mehr können. Also wir setten einmal und ich habe tatsächlich Monster, das drüber gehen kann. Ja, that's a good one. Und damit kriegen wir den jetzt auf einmal ganz kurz weg, damit wir den schon mal weg haben. Und dann schauen wir doch mal. Ja, zwei verdeckte Karten ist halt immer unschön. Mhm. Ah, oh, ich habe mehrere Plays. Ich glaube, ich nehme den. Ich rufe Nesseln. Oh, warte mal. Will da jemand auf den Sechser gehen? Wer weiß das schon? Das wollen wir doch verhindern. Okay, die Frage ist, wen targetest du? Wahrscheinlich die Warrior Lady. Ja. Ja. Aber du hast vielleicht, wobei ein Fünfer gibt es meines. Wobei Goyo doch, hatten wir schon Access zu, aber wir haben ihn beide nicht bekommen. Magischer Android, Fun Fact mit Barry. Teure Karte tatsächlich auch für Edison, because er hat nicht wirklich Reprints bekommen. Wollen wir doch mal was Nettes machen, oder? Ah, das riecht nach Ecclesia. Das riecht nach Ecclesia. Ja, no. So, und als nächstes werde ich meine Monster synchronisieren. Ja. Und zwar werden wir ein anderes Monster rufen. Nicht den Sternschaubdrachen, sondern... Level 8. Oh, den Thought Ruler Archfiend. Das ist aber noch nicht alles. Wir werden weiterhin... unsere Injection Fairy Lily. True, du hast sie ja gespecialt. So, und dann aktiviert sich seine besondere Fähigkeit, wodurch ich mal wieder ein paar Life Points dazu bekomme. Mhm. Den Search will ich dir allerdings noch nicht geben, aber vor allem auch, weil ich die 2000 Punkte nicht zahlen möchte. Und außerdem habe ich jetzt einen 8er mit 2-7 Attack, das ist halt auch nice, ne? Verstehe ich. Ich hole Maul, weil ich liebe das Maul-Spiel. Wir greifen mit Maul den Fort. Das ist voll in Ordnung, denn ich habe eine verdeckte Karte und das ist Divine Wrath. Oh shit, ja. Das ist Worst-Case-Szenario, okay. So, das Problem ist, du kriegst halt mit Sangan leider. Ich glaube, das ist gerade dein geringstes Problem. Ich glaube, du hast ein Problem. Ja, wenn das ein Monster ist, ist es Game. Ja, das ist Game 2, würde ich behaupten. Na? Hab ich irgendwas auf der Hand, was ich triggern kann? Nee, warte. Doch, du payst es. Nevermind. Ich wollte gerade sagen, warum zerstörst du ihn nicht einfach? Aber nee, ich glaube, ich habe nicht mal was ich adden kann, was mir... Ja, ich wollte trotzdem auf Nummer sicher gehen. Ich überlege gerade, aber nee, das hatten wir ein ganz geheimer Korridor. Aber okay, die Ecclesia kam sehr, sehr gut und ich finde schön, dass der Archfiend Ruler was gemacht hat. Das war böse. Das nehmen wir doch gerne. So. Mein Zeitdeck ist auch aktuell ein bisschen sassy, deswegen lassen wir das. Ja, same. Ich würde ganz gerne Second gehen. Boah, ich habe Pesthände vorhin gezogen, weil diese Folge sollte nochmal Fanservice sein, bevor es Richtung Blackwings geht, weil ich werde sehr lange auf Blackwings hocken. funktioniert bis jetzt nicht ganz so sehr. Gut. Ja, wie spiele ich das jetzt? Das ist ein bisschen unangenehm. Ich rufe Psychic Commander und greife an. Das ist keine okay. Ahnung. Den kriegst du sogar. Nee, ich brauche nicht mal Pain. Coole Sache. Dann zwei Karten verdeckt. Und MacLord kann am rumspielen, Kappa. Okay. Nee, MacKnight sind es actually. MacLord gibt's auch. Machen wir unseren zweiten. Wenn wir dürfen. Nee. Schade. Schade. Der Value Train ist leider noch zu groß. Ja, I know. Oh, hopp. Dann wollen wir mal die Value ganz fett unterstreichen. Mit einer fetten Synchro-Beschwörung. Und da kommt Goyo. Plus Sangan Search, der mir. Ah, Goyo ist nervig.
Golo ist der in der Tat sehr, sehr nervig. Ich glaube, ich nehme Nessel. Was haben die sich damals eigentlich gedacht, ein 6er 2-8 geben? Sie erbringen einfach das beste Synchromonster direkt im ersten Era-Set raus. Das ist... Also, keine Ahnung. Als es noch nicht diese Erde-Restriktion hatte, die Karte war einfach Bullshit. Ja, auf Summon, nö. Ja, dachte ich mir, dass du es machst. Ja, nö. Das könnte nur leider jetzt dafür sorgen, dass wenn du ein Monster hast, was du wahrscheinlich hast, dass es eine sehr, sehr schnelle Runde ist. Ich weiß, dass ich sogar habe. Ich hab's ja geändert. Set, da konnte ich nichts machen, da waren die Fallen einfach too strong. Ja, die haben richtig das Momentum rausgeknüppelt. Ja. Das war ein schnelles. Puh, hab ich noch irgendwas, was ich sein kann? Ich gucke gerade, aber ich sehe halt nicht. So, keine Ahnung, es sind halt sehr, sehr viele Karten, sehr... Sehr, wie soll ich sagen, nee, keine Ahnung, bis Mandic ist es. Komm, diesmal will ich mal anfangen. Okay. Die Hand ist interesting. Die Hand ist sehr interesting. Ich glaube, machen wir das? Wir aktivieren Instant Fusion. Coole Karte, bin ich Fan von. Holen uns einmal Giltia. Mhm. Norman, Iron Chain Coil. Oh, true, der war auch da drin. Und gehen straight first turn in den Sternstaubdrachen, würde ich sagen. Das ist sehr strong. Holy moly. Okay, Wollte ich jetzt auch mal machen, einfach beide coolen Synchros, die ich im ersten Pack gezogen habe. Das Ding ist, ich hätte zwar eigentlich... Ich überlege gerade, habe ich einen anderen Player als den, den ich jetzt gerade... Also ich habe zwei Plays, aber der eine ist halt so... Ja, ich spiele es tatsächlich so. Ich rufe die Warrior Lady. Und tschüss, tschüss, Stardust. Ja, aber dafür ist mein Board leer und ich habe schon 1000 gefressen. Yep. Positiv sehen. Okay. Auch eine Karte, wo ich mir vorstellen kann, dass sie bis zum Ende des Projekts bleibt. Diese Lady ist einfach gut. Ja, Bestiari leider auch. Wir aktivieren seinen Effekt einmal. Und für Lakari mit 2-1. Zumindest mal Lakari mit 2-1. Und dann gebe ich gerne ab. Okay, ja. Okay. That's auch an interesting one, not gonna lie. Du hast halt leider 6 Karten, du hast so viele potenzielle... Das hätte ich letzten Turn schon machen können, aber ich habe den Warrior Lady Play leider mehr gefühlt. Ja, Stardust ist gefährlich. Dann hole ich mir Nessel. Kommt Goyo Guardian wieder. Die Nessel passt auch gut zu dir rein, ne? Ja, die ist in Ordnung. Also ja, halt vor allem, weil es ist halt ein Stufe 2 Erde-Tuner. Du kannst halt super easy damit auf Goyo Guardian. Du brauchst nur noch ein 4. Das Ding ist, will ich für Goyo gehen? Das ist halt gar nicht die Frage. Willst du für Iron Chain Dragon gehen? Maybe, schmaybe. Aber ich glaube dir, das Monster Clown ist es tatsächlich schon. Deswegen... Ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Dann aktivieren wir Goyo. Und dann geben wir auch schon ab und ich scheiß mich einfach Snatch-Stil über Läufer und Co. Understandable. Wie machen wir das jetzt? Ich würde sagen, wir fangen doch mit Snatch-Stil an. Das dachte ich mir leider schon. So. Dann, warte mal, wenn ich den jetzt wieder besiege, dann krieg ich den doch wieder, oder? Richtig. Lecker. Ich würde sagen, wir setten dann mal noch Safety First Monster. Relatierbar, leider Gottes. Aktivieren wir Goyos Effekt und holen uns unseren Lakari einmal wieder. Kann ich den jetzt... Nein, kann ich nicht. Schade, weil er gespecialt wurde. Aber okay, das heißt, du kriegst jetzt zwar einmal ein paar Life Points, aber ich habe einen Goyo Guardian auf meiner Seite und zwei weitere Monster. Das sieht gerade okay aus, außer du hast Darkhold. Ja, Darkhold wäre geil. Den haben wir jetzt auch schon ein paar Folgen nicht mehr gesehen. Ich überlege gerade, was der Play der Plays hier gerade ist. Aber ich... Ich denke, ich habe nur den einen. Ich rufe mein Pflanzenviech und greife Lakari an. Und dann Main Phase 2, auch wenn ich das schon vorher hätte tun können, smash ich. Und dann passen wir. Okay. Wir flippen einmal Magician of Faith. Ah, das ist anders schlecht, ja. So, gönnen uns einmal den. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Dann gönnen wir uns dein Monster mal wieder. Mhm.
setten eine Karte und rufen dazu noch Grand Maul. Das sind 3050 Damage. Das ist a lot. Kriegst ja wieder 1000 zurück. Ja, aber nochmal einen Zug ziehe ich das nicht durch. Oh boy. So, dann viel Spaß mit den 1000 Punkten. Okay, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie ich das spiele. Und mir gefallen beide nicht. Ja, ich muss den Weg gehen. Und ja, das wird Game sein, dass irgendwas chainable. Jupp, das ist Game. Ich meine, du brauchst ein Monster, aber ich bin confident, dass du das hast. Das ist es schade, ich bin auf das... Warte, ich muss rechnen. 1850, 2150, 3050. Du brauchst 400. Oh mein fucking Gott, ich kann dir die Karte sogar noch zeigen, aber anders als erwartet. Ich hab Plague Spawner gezogen. Oh no. Und der hat 400 Punkte. Das reicht oh, exakt. Oh no, das ist... Oh fuck. Oh no. Ja, der Plague Spawner darf es auch beenden. Aber ich find's schön, dass ich den gezogen habe im zweiten Pack direkt. Ja. Ah. Hast du auch den Rosendrachen bekommen? Nein, tatsächlich nicht. Den hast du nicht? Nein, leider nicht. Ich aber. Du hast einen Rosen, okay, aber ich hab Plague Spreader. Da dachte ich mir so, Plague Spreader ist gut. Ja, Plague ist insane, der ist broken. So, dann. Scheiße. Ja, gutes Duell. Da hatte ich jetzt die ganze Zeit die Oberhand. Das ist absolut korrekt. Dann kriegst du ja erstmal einen geilen Stream. Ja, ich werde einmal kurz das Wheel bei mir anmachen. Du hast ja die Chance, dass zum Glück nur zu 1. Ja. Picker Wheel, da haben wir es doch. Dann blenden wir das einmal ganz kurz ein. Ja, du bist die Beatstack-Schiene gegangen. Ja. Du hast sogar Turbo-Krieger bekommen, aber kein Turbo-Synchron. Nee. Ja, ich habe Turbo-Synchron bekommen, aber keinen Turbo-Krieger. Und du hast Glück, du musst nicht mal eine Karte hergeben. Ah, okay. Schade. Brauche ich ja nie mal würfeln. Ja, dann kann ich ja meine Strategie ganz kurz erklären. Hau raus. Ich bin auf einer Synchro-Spam-Liste, zu mancher Bros bekommen, wo ich mich echt drüber gefreut habe. Das ist halt einer der wenigen 4-Sterne-Empfänger, wo wir halt Access zu haben, der halt generic ist. Und dann bin ich halt auf dreimal dem Kollegen plus einem Kaktusfighter, weil das sind halt Pflanzen. Und dann gibt es halt diese schicke Karte, ja, die halt Special Nest und mit Kopierpflanze plus Nesseln. Das ist halt so eine kleine Synchro-Spam-Idee. Aber wieso ich das überhaupt considered habe, ist eine andere Karte, und zwar sie. Sie kann nur mit einem Non-Tuner-Plant-Type gerufen werden. Mhm. Und der Effekt ist ein bisschen assi. Ja, ich hab schon gelesen, ich muss 1000 Punkte zahlen, wenn ich ein Monster rufen will. Wir beide tatsächlich. Ja, aber bei dir kommt das wahrscheinlich nicht so häufig vor, weil du halt ein paar Pflanzen hast. Richtig. Also das war so eine kleine Mini-Engine. Also die Chancen stehen hoch, dass ihr keine dieser Karten nächste Woche noch wieder seht. Einfach weil jetzt meine schwarzgeflügelten Freunde hoffentlich kommen. Und das war's quasi. Das war so eine One-Hit-Idee, weil im Prinzip, ich war jetzt am Ende gebrickt, by the way, auf Malicious plus beide Kopierpflanzen. Ja, ich konnte nichts machen. Ich hatte überlegt, Monster zu setten. Am Monster zu setten hätte mir jetzt aufgrund der Karten, die du gehabt hättest, zwar noch eine Runde gegeben, weil Mole hätte es dann nicht beendet. Aber ja, so was hätte ich ziehen sollen, dass ich da wieder rauskomme. Ich hätte wahrscheinlich exakt Hole oder Blitzeinschlag gebraucht. Sonst ist sowieso Kacke. Und wenn ich halt Plague noch zerstöre, hast du halt theoretisch nächsten Zug noch Möglichkeit auf Synchro zu gehen mit Iron Chain. Mhm. Und den Life Trance hast du auch bekommen, sehe ich gerade. Ja, ich habe einen Hauptteil reingepackt, weil es ein 7er ist halt. Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt nicht so viele Psychic Types, wenn ich mal gerade gucke. Ich glaube, ich habe nicht einen im Deck. Aber die beiden Crabs, ja. Aber sonst halt nichts. Und hier unten hast du halt noch den Rest-Stuff, der da drin ist, der da jetzt hauptsächlich rausfliegt. Mhm. Aber ja, wie gesagt, das war Plague Spreader super wichtig, absolut. Aber leider keine geilen Synchros gezogen. Also wie gesagt, Iron Chain Dragon immer noch 6er mit 2,5 Attack. Ja. Kann man nicht sagen. Vor allem auch Kartenmüllen vom Gegnerdeck kann ganz gut sein. Und da sonst hänge ich aber immer noch so ein bisschen auf den drauf. Bei Turbo und Nitro Krieger sind wir Leidensgenossen. Die können wir erst rufen, wenn wir Schnellziel-Synchron haben. Ja. Stimmt, du hattest ja Nitro-Krieger, ne? Genau. Ja, ich Turbo-Krieger und Nitro. Ja. Ich habe Turbo-Synchron halt gezogen, aber ich habe ihn leider nicht bekommen. Aber ich will mich nicht beschweren, Alter. So, ich hab das noch nach unserer Session aufgenommen gehabt. Mhm. Ne? Ich war mies im Arsch und das Opening war halt geisteskrank. Ich habe Black Rose bekommen, ich habe sie bekommen.
Dann, was war da noch? Dann, ich hatte einen Prideful Roar gepult, einen schwarzen Garden, der super rare war. Also, das Opening war schon ziemlich gut. Also, so für die Verhältnisse. Sie habe ich leider nur einmal bekommen. Sonst hätte ich theoretisch noch considern können, die halt mehrfach zu spielen, um es halt noch mehr konstant zu machen, halt noch mehr spammen zu können. Mhm. Aber für so eine Folgenidee war das ganz nice. Und ich beschwere mich nicht. Das war einfach Schlagabtausch und das kann halt dann passieren. Aber ja, nächste Woche Raging Battle müsste es sein. Blackwings betreten das Schlachtfeld. Es wird spannend, denn Bin gespannt. Ihr wisst Bescheid, in dieser Series nichts ist garantiert. Und ich habe sehr viel drauf gepokert, sie zu bekommen. Hoffentlich klappt's. Ich bin gespannt, also ich werde es jetzt definitiv aufnehmen. Wegen mir können wir auch gerne noch eine zweite Folge heute aufnehmen. Das ging fix, meinetwegen, ja. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.